Will ich einen auf... Nein. Die hier. Die drei bauen mir jetzt hier oben Flugabwehr bis zum Erbrechen. Will ich bis zum Erbrechen machen? 14. Machen wir mal so. Also von da kommen sie. Das sieht dann recht gut aus, ja. Ja. Da haben wir ein bisschen Spaß. So, dann habe ich nochmal 6 über. Hier oben. Ich sollte für die Bauroboter echt mal irgendwie was anders machen. Dann soll er mir hier einfach gerade noch mal einen Massefabrikator hier aufbauen. Dann... Nein, das war schon falsch. Das war schon falsch. So nicht. So viel Liebe zum Detail muss dann schon sein. Energiespeicher... denke ich, brauchen wir eher nicht. So, dann machen wir wieder Stufe 3. Kabu. Manchmal bin ich schlimm, ich weiß. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich weiß nicht, wie man diese Gebäude rauslöschen kann. Ich glaube, es geht nicht, oder? Ich glaube, es geht nicht. Ansonsten hättet ihr ja schon längst was gesagt. Bin ich mir sicher. Außer ich habe es irgendwo überlesen. Das wäre natürlich enorm peinlich. Und daher so. Jetzt einfach ein wenig aufpassen und dann geht die Sache schon. Okay. So, wo kommen die Jäger her? Ich verstehe das alles gar nicht. Während da vorne wieder Party ist bis zum Erbrechen. Und irgendwie greife ich die immer so mit nur 5 Kanonenbooten an, ha? Wie sieht's aus? Ja. Ganz gut soweit, ganz gut. Jetzt haben wir schon 4 Schlachtschiffe. Ja, 14 von den Baurobotern, also das sollte schon was gehen. Im Übrigen. Abbrechen. Abbrechen, abbrechen. Du baust mir in Zukunft solche Späße. Dann machen wir noch 2 dazu. Passt. Weiter. Immer ein paar auf Hinterhand lassen. Nee, ich will jetzt da nicht rumswitchen. Natürlich, klar, kommt mein Angriff zu dem Zeitpunkt, wo hier blöde Angriffsjäger kommen. Oh, supi. Oh, herrlich. Ja, dann komm zurück aufs Festland. Das macht ja so wenig Sinn. Beschissenes Timing, würde ich sagen. Aber die jagen mir hier die Sache in die Luft, ehe die Sachen aufgebaut werden. Das ist natürlich dann schon etwas nervig. Die Frage ist, wie macht das jetzt so mehr Sinn oder nicht? Aber ich finde, es sieht schön aus. Da oben, das gefällt mir erst recht nicht. Die in ihrem Bomber. Also kommen nicht durch, das ist schon mal beruhigend. Allerdings würde ich sagen, machen wir jetzt mal Nägel mit Köpfe. Und fahren einfach mal rüber zum Feind. Warum denn nicht? Das Schiff. Ja. Ich hätte die Flotte vielleicht so ein bisschen markieren können. Machen wir mal 1. Das war klar. Kommt, fahrt nach oben weg. Fahrt nach oben weg. Tut mir den Gefallen und fahrt nach oben weg. Ihr sammelt euch jetzt hier und hier. Und sie darf dann auch gleich was Tolles. Wir brauchen diese Komponente, Sir. Ohne sie geht die UEF unter.
Ja, ich würde sagen, warum eigentlich jetzt noch lange warten? Dadurch, dass sie ein T3-Techniker ist, dürfen wir jetzt die größte Einheit im Spiel bauen. Eine experimentelle Einheit. Wir haben schon eine gesehen, die von den Cybrands, diesen riesen Killer-Roboter. Und sie hat halt eben einen tauchfähigen Flugzeugträger. Der ist, ja, wie man dann sehen wird, gigantisch. Ich weiß noch nicht, ob ich noch so lange auf den warten soll. Würdest du bitte ein Stück nach vorne fahren? Ich meine, das kann es jetzt auch wiederum nicht sein, ja? Achso, das sind U-Boote. Au weh. Baut mir mal Torpedowerfer. Hier und hier hin. Au weh. Ich muss hier oben an meine Flotte denken. Von daher nicht ganz so viel Zeit. Ab nach vorne. Da kommt der Feind. Oh, wir dürfen den ja nicht sehen. Oh, guck mal an, der fährt sogar. Ich bin hier, holt mich bitte von der Insel. So, baue ich jetzt gerade unendlich von den Teilen? Shit. Oh, shit, Dreck. Also, so viele wollte ich an den haben. Die schicken wir mal da drauf. Die schicken wir ebenfalls da drauf. Wir werden mal die Insel ein bisschen zukleistern. Was haben wir denn da? Ein U-Boot. Das, was ich da hätte, da unten gebraucht, ne? Jetzt kommt der natürlich mit Kanonenboote an. Das war ja klar. So, kriegst du das Schiff kaputt? Mein Ziel hält es ja nicht mehr aus. 18%. Na gut, aber meins auch nicht. So, 4%. Meins geht wahrscheinlich genau erst unter. Damit man das auch sieht. Mhm. Das dreht sich. Und das explodiert. Und dreht sich auch. Okay, von den Untergangsmodels machen sie es gleich. Warum nicht? So, und wenn wir den natürlich seitlich stellen, können alle Geschütztürme auf ein Ziel feuern. Wer hätte es gedacht? Das finde ich auch ziemlich logisch gemacht. Das hat mich auch eigentlich schon bei diesem Spiel eigentlich immer sehr fasziniert, ne? Weil die können ja schlecht durch ihr eigenes Oberdeck feuern. Jetzt sehen wir das zwar nicht, aber das können wir ja ändern, indem wir uns die Dinger holen. Sag mal, dass die über meine gesamte Insel verstreut sind, das ist schon sehr eigenartig. Jetzt kommt er da natürlich wieder an. Das war ja sowas von klar. Das sind die Dinger? Wo sind meine Techniker? Ich habe doch mal Techniker gesagt, dass die da rüberfahren sollen, oder? Dann eben auf ein neues. Darüber. Sehr schön. Während ich von dort oben natürlich schön befeuert werde, was dann natürlich meinen Technikern auch recht wenig nutzt. Weiter. Sehr schön. Weiter. Der nächste, bitteschön. Das Schlachtschiff hier. So. Eine Fregatte, Tech 1. Ja, Wahnsinn und so. Von daher habe ich Angst. Sollte er dann vielleicht auch eher den Kreuzer Tech 2 vernichten? Da war ich ein bisschen zu übermütig. Da ist nichts mehr. Oder U-Boote, sagen wir es mal so wahrscheinlich, ne? Deswegen wäre es vielleicht nicht so schlecht, doch auf der das hier zu lassen, ne? Zerstörer war, glaube ich. Zerstörer ist mit dem Torpedorohr?
Okay. Das hätte ich jetzt eher nicht gedacht. Ich hätte jetzt eher den Kreuzer für Anti-Air gedacht. Anti-Air, ja klar. Wir brauchen diese Komponente, Sir. Ohne sie geht die UEF unter. Anti-Air unter Wasser. Yay. Nein, das Zerstörer. Zerstörer sind echt unterseemäßig drauf. Ich dachte eher die Kreuzer. Aber okay. Soll mich jetzt nicht so stören. Ja, da greift hier jetzt natürlich meine Techniker an. Das ist natürlich super schön. Das gefällt mir natürlich absolut. Bin ich ein Fan von. Die dürfen im Übrigen zurückkommen. Halleluja, sieht es da vorne aus. Sag mal, der will es aber wissen, ne? Also, dass ich da nicht vorher mal drauf geachtet habe. Achso, das waren die Techniker von vorhin. Die anderen kommen jetzt erst. Ja, sie baut und baut und baut. Das ist sehr schön. Im eigentlichen Sinne. Oh mein Gott, das ist so übertrieben. Nichts bei gedacht. Nichts bei gedacht, könnte ich fast sagen, ne? Mhm. So, die drei. Dann. Die drei. Nicht die vier. Ja, kick den weg. Das macht dem nichts aus. Warum auch? Oh, das erinnert mich dran. Ich könnte, solange ich so viel Plus habe, schon mal hier genauso vorgehen und endlich. Okay. Nein, du hattest 2 von 5. Mach mir mal voll. Und wo war der andere jetzt schon wieder? Der ist kaputt, ne? Der war da, oder? Nee, da ist er. Mach mir mal voll. Und wenn ich jetzt bei dir noch sag, mach mir mal voll. Okay, das gefühlt mir. Und wenn ich bei dir sag, mach mich voll. Okay, ja, 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 ja. Und du noch. Okay, passt. Das passt mir sehr gut. Dann bauen wir die hier. Einmal ringsrum noch Massespeicher auf. Dass wir da noch ein bisschen mehr speichern können. Einheitenlimit erreicht. Was jetzt natürlich gerade echt super ätzend ist, dass Einheitenlimit erreicht ist. Okay. Einheitenlimit erreicht. Das ist jetzt nicht so tragisch. Können wir halt keine Einheiten mehr bauen und ich glaube keine Gebäude mehr, oder? Genau. Nee, das war's schon mal nicht. Wie kriege ich euch kaputt? Jetzt ist die Karte gedreht, ne? Jetzt geht's da oben auch so weit raus. Okay, dann kann es sein, dass wir da oben doch ein bisschen mehr Gegner kriegen. Was soll's. Jetzt fahren wir darüber und holen hier mal unseren Genossen ab. Einheitenlimit erreicht. Ja, ja, ich weiß. So. Ich glaube, ich kenne sonst kein einziges Strategiespiel, bei dem Gebäude zum Einheitenlimit mit dazu zählen. Zumindest das wird auch aufgebaut, das gefällt mir und theoretisch könnten die hier mal mithelfen. Okay, sie müssen nicht mehr mithelfen. Dann. Das war nett geplant, aber falsch eingesetzt. Ich brauche ja den da hier. Waren Kanonenboote nicht auch Transport? Boote mal gewesen. Naja, Schiffe. Flieger. Panzerbrenner, Munition, Luftabwehr. Okay. Nein.
war nicht dabei. Schade. Einheitenlimit erreicht. Willst du mich jetzt alle 2 Minuten damit nerven? Dann würde ich fast sagen, finde ich das toll. Oh, schön, dass ihr euch um eure Kollegen da unten kümmert. Aber wir machen das gleich mal so, dass die hier... Wir brauchen diese Komponente, Sir. Ohne sie geht die UEF unter. Ja, ich bin doch gerade dabei. Reg dich ab. Also das ist wirklich ein bisschen nervig bei dem Spiel. Ein bisschen. Wir haben ihn, das bedeutet jetzt aber rüber. Ich sage jetzt nicht, was mein absoluter Albtraum wäre. Ich habe, na gut, 16 Stück. Wo sind jetzt die ganzen anderen, ist die große Frage, ne? Irgendwo im Einsatz. Irgendwo im Einsatz. Passt. Ja, will ich das dann da unten abbrechen? Einheitenlimit erreicht. Ich meine, das ist ja schon ein bisschen arg krass dann. Und ich würde sagen, die schicken wir einfach mal irgendwo hin, wo wir sie opfern können. Das war ja klar. Komm, machen wir das so. Dann haben wir auf alle Fälle noch einen über. Die stellen wir jetzt darauf, dann kann der Feind die ja angreifen. Ich habe danach immer noch 12 Stück. Gut, die zählen jetzt auch noch mit, die hier nichts machen. Was ist jetzt eigentlich mit meinem Gefährt? Fährst du da mal rüber? Die Dinger brauchen doch auch keine Sau. Fliegt mal dahin. Da wartet was Schönes auf euch. Bis auf du. Nein, du nicht, du nicht. Du bleibst. Du bleibst. Das wär's jetzt gewesen, ne? Den schicke ich auch am besten noch mit der Runde, dass er drauf geht. Ja, Klärchen. Einheitenlimit erreicht. So. Ich habe dahin geklickt und da landest du. Das ist gut. So, dann fahr mal rein. Sehr schön. Damit wäre das erledigt. Oh, die Karte ist wieder normal. Kann ich eigentlich nach oben scrollen? Wir erreichen den Höhepunkt unserer Bemühungen, Major. Wir werden nicht kapitulieren. Wir geben nicht auf. Der Sieg wird unser sein. Ja. Operationsgebiet ausgeweitet. Schauen wir mal. Halleluja. Black Sun ist fast feuerbereit. Wir müssen nur noch ein bisschen länger durchhalten. Ja, Klärchen. Sir, wir haben feindliche Einheiten im Südosten entdeckt. Wir glauben, es könnten die Aeons sein. Schicken Sie einen Aufklärer. Wenn es Aeons sind, eliminieren Sie sie. Earth Commando. Einheitenlimit erreicht. Jetzt ist die Frage. Nee, wir fahren dahin. Und danach dahin. Und sammeln uns da. Ach du gute Neune. Da kommt ja was Großes an. Was bedeutet, ich muss jetzt wieder meine Kanonenboote finden. Da. Ja, die Cyberans sind halt auch irgendwo noch. Jetzt nochmal hier hin. Oh, guck mal an. Mein Ding ist fertig geworden. Yay. Damit kann ich meine Schiffe auftanken, Flieger auftanken. Was natürlich schon mal gar nicht so schlecht ist. Schwere Artilleriestellung. Machen wir. Und ein bisschen Luftverteidigung. Oh, er braucht ein paar Minuten dafür. Hier unten sieht es auch nicht so toll aus. Okay. Aber solange er hier nur auf normalem Wege ankommt, die habe ich jetzt immer noch nicht nummeriert, ne? 3 ist noch frei. Ach doch, da sind sie doch. Sehr schön. Jetzt machen die das da oben gerade schon wieder zunichte. Die Feuerreichweite von dem Schlachtschiff ist halt schon enorm. Da hat er jede Menge Jäger, das gefühlt mir gar nicht. Die fahren rauf, um sich zu opfern. Nur 22 von denen. Okay. Hier könnten wir ja mal... Strategischer Start geortet. Oh.
Gut, dass wir ja Raketenabwehr haben. Haben wir hier unten? Ja, da. Wie weit ist denn eigentlich meine genau? Oh, da haben wir alle mal eine. Achso, halt, das ist die, das andere Gebäude schon wieder. Das ist auch das andere Gebäude. Die Frage ist, wo schießt er hin, ne? Fahrt mal bitte ein bisschen weiter darauf. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube, die ist kaputt gegangen, ne? Das macht schon mal nirgends Boom. Das ist gut. Wir lassen sie automatisch nachproduzieren. Das ist auch gut. Genau da sind wir ja. Strategische Raketenabwehr. Solange das Gebäude steht, ist alles okidoki. So. Ich würde gerne da unten ein bisschen durch. Die Frage ist die, was sind das da für Flieger, ne? Einheitenlimit erreicht. Nichts Großartiges, das gefällt mir. Weiter, weiter, weiter vor, nicht anhalten, da. Uns wurde die Anwesenheit eines Aeon-Commander auf einer Insel im Südosten bestätigt. Wir müssen alle feindlichen Streitkräfte auf dieser Position zerstören. Ja, ist in Ordnung. Hier, weiter. Das nächste Mal. Das da. Oh, komm schon. Raketenabwehr. Das ist zwar nur für die anderen Cruise Missiles, aber passt schon. So. Was haben wir denn da? Da haben wir die Torpedobomber. Das ist jetzt eher schlecht. Weil ich die hier habe. Okay. Ich suche wieder mal das da. Kann ich dich eigentlich auf die Null machen? Das ist die Frage. Das ist bei Gebäuden noch nie probiert. Steuerung 0. Geht. Sehr schön. Aber ich habe dort noch keine Rakete drin. Doch, 6 von 6. Halt, Moment. Nein, du bist ja nur der taktische Raketenwerfer. Oh, Gott, ich bin ein Idiot. Die Aeon dürfen die Black Sun nicht angreifen. Komm, Ende. Den strategischen Raketenwerfer brauche ich dazu, ne? Nee. Raketenabwehr? Nee, das kann nicht die Atomwaffe sein. Strategische Raketen zu zerstören, bevor sie das Ziel erreichen. Der Eliminator muss angewiesen werden, seine Verteidigungsraketen zu bauen. Ja, das Rancher ist eine speziell gehärtete Lagerung, kann man für 5 Atomraketen bauen und auch verwahren. Diese Einheit muss den Bau von Raketen befohlen werden. War ich doch richtig? Ja, aber ich wollte darüber ballern. Haben die echt nur so eine begrenzte Reichweite? Nee, haben sie eben nicht. So, dahin, dahin, dahin und dahin und waren das jetzt 5?